Hallöchen, also wir sind hier beim Fat Sailor, ein Fulltime-Tätowierer direkt neben meinem Studio. Und zwar ist das der Olli, der gerade hier hart am Sketchen ist. Und der Olli hat mich letztens gefragt und sagt so, Alter, ich würde voll gern mal sprühen, habe ich noch nie gemacht. Ich sag, alles klar, können wir machen, wenn ich mal bei dir tätowieren darf. Und das Projekt starten wir jetzt mal. Wir haben uns schon ein bisschen vorbereitet, bisschen hart am Sketchen, Wand ist auch schon gestrichen und jetzt gucken wir mal, was da wird. Wir gehen jetzt mal rüber zum Boogie und suchen uns ein bisschen Farbe raus. So, hier sieht es mal wieder aus wie Scheiße. Ist aber nicht so schlimm, weil... Ist das Kunst oder kann das weg? Wo gehobelt wird, da fallen auch Späne. So, Oliver, mein Lieber. Eine große Auswahl. Ich würde sagen, wir suchen uns eine kleine Kombo raus. Und zum Sketchen brauchen wir sowieso erstmal ein, zwei, maximal drei Töne, dass wir da was machen können. Alright? Also, was brauchen wir alles? Erstmal, um die Wand zu sketchen. Willenlos einfach ein paar Cans, verschiedene. Weil wir haben verschiedene Elemente. Wir arbeiten auch mit einem Doodle Grid. Das heißt, müssen wir schon mal gucken. Handschuhe, dass der Tätowierer irgendwie keine dreckigen Pfoten bekommt. Und Olli, was brauchen wir noch, um die Dose zu bedienen? Was fehlt? Caps. Sprühköpfe. Sprühköpfe. Genau. Ne? Zum Sketchen reichen eigentlich die normalen goldenen Softcaps, die auf dem Montana Gold drauf sind, vollkommen aus. Oder nimmst halt ganz wild Standard Fatcap, was auf dem Montana Black drauf ist. Also, let's go. Das ist unser bescheidenes Wändchen. Der Olli hat auch schon Sketch gemacht. Natürlich Graffiti, Name Dropping. Wir haben seinen Namen raus und er hat Bock auf einen Kranich. Ich mache mich jetzt erstmal an die Schrift, weil das ist meine Aufgabe und Olli macht nachher den Kranich. Jetzt wird gesketcht, dann schauen wir weiter. Olli zum ersten Mal mit Dose hier. Genau. Olli macht sich jetzt ein kleines Doodle Grid. Einfach ganz willkürlich, einfach 1, 2, 3, 5, machst du mal ein paar Kreise, machst mal ein paar Ecken, schreibst mal einen Namen von deiner Frau, whatever. Super. Das hier. Sieht ja gar nicht mal so geil aus. Alter, als hätte er es schon mal gemacht. Not bad, bro.